Eines Tages fuhr Edward ziemlich besorgt zur Arbeit. Normalerweise schob er schwere Güterzüge, die von Henry gezogen wurden. Aber heute war Henry krank, es ging ihm gar nicht gut und er konnte unmöglich arbeiten. Also musste Edward heute alleine schwere Güterzüge schieben. Er war sehr besorgt, weil er nicht wusste, ob er das wirklich konnte. Später traf er Thomas bei einer Abzweigung. Oh Thomas, ich bin so nervös. Weißt du, Henry ist krank und ich muss ganz schwere Güterzüge ganz alleine ziehen. Weißt du vielleicht, ob du mir helfen könntest? Nein, Edward, aber du schaffst es doch bestimmt selber. Bevor Henry herkam, hast du das doch auch gemacht. Hab ein bisschen mehr Selbstvertrauen, Edward. Das schaffst du schon. Ich muss jetzt los. Auf Wiedersehen, sagte Thomas und fuhr los. Edward machte sich Gedanken über Thomas' Worte und fuhr zum Hafen. Dort rangierte Salty gerade den letzten Waggon für den Zug zusammen. Ah, da bist du ja mit Rosa. Ich habe schon gehört, dass Henry heute nicht kommen wird, also wirst du den Zug wohl alleine schieben müssen. Haha, dann viel Erfolg dabei. Ich kann dir auch nicht helfen oder so, also frag nicht erst. Na gut, Salty, dann schiebe ich mich mal an den Zug ran, sagte Edward und schob an den Zug an. Okay, packen wir es an. Und er schob, so kräftig er konnte, aber seine Räder drehten nur durch. Aber gleich hast du es, Matrose, noch ein bisschen kräftiger, sagte Salty. Edward ließ seine Räder viel schneller drehen und dann setzte er sich langsam aber sicher mit dem schweren Güterzug in Bewegung. Nun war Edward richtig in Fahrt. Einen ganzen Güterzug schob er ganz alleine, wie in alten Zeiten. Und es fand es überhaupt nicht schwer. Zwischendurch fuhr er am Depot vorbei, wo Henry ihn beobachtete. Er war ziemlich beeindruckt von Edward. Edward raste durch den Rangierbahnhof und bald schon erreichte er sein Ziel und lieferte die Güterwagen ab. Thomas hatte recht, ich hab's wirklich alleine geschafft, wie früher, sagte er sich und er fuhr nach Hause. Auf dem Weg traf er Thomas und Ben im Rangierbahnhof. Thomas, danke nochmal für deine Hilfe, ich hab's wirklich ganz alleine geschafft, wie in alten Zeiten, danke, dass du mich so motiviert hast. Auf Wiedersehen. Ich glaube, er hat seine Arbeit gut gemacht, sagte Ben. Und auf dem ganzen Weg zurück zum Depot hatte er ein Lächeln im Gesicht. Dort angekommen, fuhr er schnell in seine Bucht, gleich neben Henry. Warte mal, Edward, sagte Henry. Ja, was gibt's? Ich wollte nur sagen, ich habe dich gesehen, wie du den Zug geschoben hast. Das war echt klasse. Du bräuchtest meine Hilfe ja eigentlich gar nicht. Aber keine Sorge, morgen wird es mir schon wieder besser gehen und dann können wir wieder zusammenarbeiten. Die Lokomotiven sagten sich gute Nacht und schliefen ein und freuten sich auf den morgigen Arbeitstag und wunderten sich, was wohl morgen sie erwarten würde. Hallo alle zusammen, ich bin Thomas, die Rangierlokomotive. Je nachdem, wie sehr euch das Video gefallen hat, könnt ihr es ja bewerten. Mein Besitzer zumindest würde das sehr freuen. Wenn ihr nun mehr Videos sehen wollt, klickt auf den roten Waggon. Dort gelangt ihr zur Playlist. Wenn ihr mehr Videos in der Zukunft sehen wollt, klickt auf den schwarzen Waggon, um zu abonnieren. Danke fürs Zuschauen.